Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich wieder, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, wir gehen jetzt gleich frühstücken, wenn wir uns fertig gemacht haben. Und fahren dann nach Gandia. So, ich habe mich jetzt ready gemacht. Haare gestylt. Und Dani hat sich ready gemacht. Und jetzt gehen wir frühstücken. Unser Outfit of the day. So, wir haben jetzt gegessen und die Sachen zusammengepackt. Und dann fahren wir jetzt auch gleich los. Wir gehen los zum Auto. Ich habe richtig Gepäck dabei. Und wir fahren los. Sind tatsächlich auch nur 40 Minuten statt eine Stunde. Also man spart 20 Minuten. Oder halt nicht, wenn man keinen Parkplatz findet. Wir holen uns jetzt ein Eis. Mal gucken, welches. Also, ich habe mir jetzt Vanille und Sahne genommen. Schmeckt echt gut. Dani hat sich wieder so ein Nusseis, Pistazie und Haselnüsse. Genau, und jetzt gehen wir am Strand entlang. Weil, um sich in den Strand oder am Strand hinzulegen, ist es eigentlich viel zu kalt. Obwohl 20 Grad gehen eigentlich, aber der Wind ist halt sehr. Ihr wisst, was ich meine, ne? Dani, ne? Genau, wir sind jetzt in Gandia. Also auch super schön. Super schön. Schmeckt's? Ich habe Daniel meine Waffel gegeben, weil die mir nicht so geschmeckt hat. Und hier habe ich zwei. Yay! Es gibt einfach einen Spielladen und einen Strandladen. Geil. Also das nenne ich mal richtig geile Innovation. Richtig cool. Das gab es in Valencia gar nicht. Richtig geil. Wir haben das jetzt gespielt. Dani hat 29 zu 21 gewonnen. Aber ich habe gut aufgeholt. Das ist krass, dieses Spiel. Das Spiel ist eins von den Dingern. Dani darf entscheiden, welches. Gleich, oder? Ja. Okay, wir nehmen das. Ich habe mich ready gemacht. Dani starten wir jetzt. So, Dani hat gewonnen. Aber wir machen eine Revanche, einfach weg. Ne, ich gewinne jetzt. 7-1, wir haben 7-1 gewonnen. Nicht Daniel, sondern ich habe 7-1 gewonnen. Yay! Das habe ich vorhin nur aufgewärmt. So, wir reichen. Nein, wir fallen nicht. Okay. Oh mein Gott. Also, wir haben das gespielt, es war richtig scheiße. Das konnte man nicht gut lenken, wir haben es nicht verstanden. Jetzt spielen wir das hier. Ne? Yes. Yes. Okay, Dani hat gewonnen. Ja, ich kann betonen, ja, wäre immer besser. Es hat sich an Herzdruckmassage erinnert. Oh mein Gott, hier hat was besser. Natürlich. Aber ich möchte Revanche. Komm. Dani hat schon wieder gewonnen, aber ich war ganz nah dran. Es war wirklich knapp und es geht voll auf die Muskeln. Keine mehr. Ich auch nicht. Aber gut gemacht. Ehrenvoller Sieg. Ehrenvoller Sieg. Yay! Yeah. Wir punchen jetzt. Daniel, zieh den bitte an. Du musst ihn gerade, nicht von der Seite. Ja. Nicht. Zieh den an. Tut dir nicht weh. Fühlt sich etwas komisch an. Sehr gut, jetzt macht den Euro da rein. Euro? Du musst dich üben, komm, first try. Euro. Sehr gut. Was kann man denn selecten? Easy oder hard? Mach hard. Komm, wir machen beide hard. Achso, nee, machen wir drei oder willst du direkt fünf machen? Mach drei. Ist okay. Musst du oft punchen oder nur einmal? Ahnung, das ist ein Game, man muss ja immer punchen, wenn er was ist. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Okay, Daniel, ready? Ich weiß ja nicht, was passiert jetzt. Du musst punchen. Muss ich jetzt punchen? Ja. Achso. Eins. Gib alles. Sechzig.
Okay. Es geht weiter. Let's go. Der war gut. 65. Aber wir haben auch wirklich schon Mittel gemacht, ne? Ich glaube, 3 Versuche hat man. Okay. Bei Position ist okay. Ready? Steady. Oh, der war gut. Ja. Der war echt gut, okay. Krass. 3 Punches, ne? Ja, okay, jetzt bin ich dran. Der ist komisch, ne? Ja. Und richtig schwitzig. Okay. War das so weit, ne? Nein, ja. Dachte er schon, ist mal eins. Boah, ich kann das nicht. Mach doch mal so einen Probeschwung. So, ne? Aggressiv hier. Direkt. Ja. Nicht schlecht. 55, ja. Nicht schlecht. Ich krieg Angst. Okay, warte. Jetzt. War schon eine kleine Steigerung. Hä? War eine kleine Steigerung. Gib alles. Concentration. Wie schlechter. Auch eins, genau wie bei mir. Ja. Aber nicht schlecht. Ja. Also, Fazit, ich sollte dich nicht ärgern. Das könnte ja, böse enden für mich. Ja, ja. Das recht. Nein, das ist nicht. Mit Rang 12, das musst du nicht spielen. Dafür bist du Rang 11, weil war nicht besser. Okay, komm. Wir gucken jetzt mal, was es in diesem Laden so vieles Besondere gibt. Und? Ich weiß, ich finde die Großen echt schöner. Oh Gott, ist das niedlich. Die Einhorn- und die Rehtasse. Oh mein Gott. Die Katzentasse. Ein Fuchs. Oh Gott, ist das süß. Daniel, wie findest du Madrid? Da waren wir noch gar nicht. Stimmt, aber wie crazy. Krass. Krass. Witzig. Es gibt so viele krasse Sachen. Alle Hopp. Alle Hopp ist ein geiler Laden, ne Daniel? Ja, schon witzig. Hätte ich nicht gedacht. Es gibt auch viel. Silikonpenisse zum Backen und für Eiswürfel, ne? Was man alles möchte. Krass. Das ist einfach zum Berg geworden und wir dachten so, ja, das sieht am Ende so aus, aber heftig. Heftig. Oh Gott, wie süß. Oh mein Gott. Ich sehe auch aus wie ein Alien. Ja. Ja, du kriegst halt Vibrationen. Einheimischen, nein, Spaß. Über den ganzen Kopf? Ja, schon. Also der ganze Kopf fühlt sich an, als würde man... Ich wäre irgendwie drunk. Ist es gut oder? Nee. Nee? Nicht so geil. Okay. So, ich habe mich umgezogen. Daniel hat seine Jacke ausgezogen, weil es richtig warm wurde plötzlich. Es ist auch komplett blauer Himmel. Es ist richtig schön. Richtig schön warm. Richtig angenehm. Richtig schönes Wetter. Das heißt, wir merken uns, in Spanien wird es erst nachmittags richtig warm und schön. Ne, Daniel? So sieht's aus. So sieht's aus. Wir waren nämlich heute schon wieder so gegen 12 hier. Jetzt gehen wir dorthin und setzen uns mal da hin und genießen von da die Meeresbrise. Schaut euch mal an, wie schön das aussieht. Genau, wir gehen jetzt da hoch. Durch den wunderschönen Sand. Und Daniel geht in seinen Latschen, anstatt den schönen Sand zu spüren. Selber schuld. So, wir testen jetzt live die Temperatur des Wassers. Komm. Oh, es wird kälter. Oha. Es wird kühler. Es wird eisig.
Es ist genauso kalt wie gestern. Ich glaube ja. Ich weiß nicht, warum es an dem einen Tag. Warum es an dem einen Tag wärmer war irgendwie. Boah, die Wellen sind so lasch, wir gehen nochmal tiefer. Oh. Ah. Oh, ist nicht angenehm. Aber man gewöhnt sich dran. Nein. Bleib ruhig im Wasser. Bleib ruhig im Wasser. Er geht sogar noch tiefer. Heftig. Heftig. Gewöhnst du dich dran? Was? Gewöhnst du dich dran? Ja, aber nein. Oh mein Gott, kannst du schöne Herzen malen? Wir haben ein Foto gemacht, indem wir diese Tanzposition nachmachen als Hip-Hop-Tänzer und nicht als Standard-Tänzer. Ja, ich hoffe, es ist gelungen. Es ist sehr dunkel, deswegen sieht man auch einige Sachen nicht. Aber ich würde sagen, der muss der Beste geben. Yes. Genau, und jetzt haben wir das Stativ zusammengepackt und genießen jetzt noch die Sonne, das Meer. Unsere erste gefundene Muschel hat mir Daniel gerade gegeben. Wie schön! So sind hier überall so zerbrochene Muscheln. Aber wow! Dankeschön! Schön. Liege ich jetzt zu den Sachen. Wir haben ganz viele Muscheln gesammelt. Schau dich. Wir haben ganz viele Muscheln gesammelt. Daniel ist auch noch dabei. Also ich muss sagen, es gibt tatsächlich nichts Schöneres, als am Strand zu entspannen und Muscheln zu sammeln. Okay, natürlich kann man cool Ball spielen und Frisbee und auch im Wasser Ball spielen, aber Muscheln zu sammeln ist so beruhigend und satisfying. Wir haben die jetzt ganz alle im Schuh gelagert, aber schaut euch mal diese einzelnen Muscheln an. So wunderschön. Unsere ganze Sammlung. So, wir haben unsere Muscheln in meinen Schuhen. Ich gehe barfuß. Richtig gerne. Wir gehen jetzt zum Auto. Und dann gucken wir mal, ob wir beim Strand noch bleiben. Crazy, was man hier alles am Strand machen kann und erleben kann. Wir gehen jetzt essen und Daniel versucht zu reservieren und hängt mit der Warteschleife fest. So, wir sind jetzt im Restaurant. Daniel guckt sich jetzt die Karte noch einmal an. Und dann bestellen wir. Ne, Daniel? Wie bitte? Schaust jetzt die Karte an und dann bestellen wir, ne? Genau. Unser Essen ist da. Das ist veganes Paella. Kartoffelsalat mit Fisch. Und Kroketten mit Chicken. Also, Fazit. Ist speziell. Sehr speziell. Also Fans. Für spanische Küche-Fans. Sehr speziell. Also ich muss sagen, das Paella war gar nicht meins. Aber wäre auch mit Fleisch nicht meins gewesen. Es ist einfach die Zubereitung, der harte Reis, es ist alles so ein bisschen. Die Kroketten waren noch weniger geil. Das Einzige, was ganz okay war, war der Salat. Ich würde so gerne wissen, was das ist, weil schaut euch diese ganzen Lichterketten an. Ist das schön und gemütlich. Ich bin ja der totale Fan von Lichterketten. Wie gern ich wüsste, was das ist. Ein Restaurant! Es war ein Restaurant! Hätten wir mal da gegessen. Oh, der Strand abends, auch super schön, ne? Oh, Daniel. Oh mein Gott, seht ihr das? Richtig heftiger Nightclub, da gucken wir jetzt rein. Da gehen wir jetzt hin und gucken rein und ich filme euch. Ich bin ja keine Nachtmaus, so die fein gehen würde. Aber es sieht schon funny aus.
ihr, was ich auch richtig liebe? Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich Lichterketten liebe. Aber schaut euch mal die Lichterketten bei den Palmen an. Wie schön ist das denn? Oder? Schön. Ja, aber wir fahren jetzt zum Hotelzimmer zurück. Denn morgen müssen wir um 6 Uhr aufstehen. Ne, Daniel? Ja. So, wir sind jetzt gleich beim Hotel. Danach gehen wir richtig heiß duschen, weil meine ganzen Füße jucken, trockene Haut, alles juckt. Ich weine gleich. Ansonsten, ja, gucken wir dann eine kleine Folge und gehen dann direkt schlafen. So. So. Wir beenden jetzt das Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, smash den Like-Button. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, und aktiviert die Glocke. Folgt ihm auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Ich verlinke alles in die Infobox. Schaut auch bei den anderen Box vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.